So, Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video. Dieses Mal habe ich ein paar Notizen gemacht. Könnt ihr mal meine Handschrift lesen? Das war es nicht. Es ist vielleicht auch zu hell. So ist es. Doch, es war so, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas lesen kann. So. Ja, also beginnen wir doch mit den Vorsätzen, was so untersteht. Die Vorsätze habe ich jetzt eigentlich ein bisschen verworfen. Aber natürlich gibt es weiterhin meistens Dienstag ein Video auf YouTube. Dann hatte ich ja noch einen Schreibtag, wo ich auf fanfiction.de an einer Geschichte weiterschreibe, oder zwei Schreibtage, die hatte ich jetzt auch nicht mehr so. Diesbezüglich habe ich aber eigentlich täglich trotzdem geschrieben. Also eben, ich habe mir da keinen Vorsatz gemacht, dass ich jetzt irgendwie 100 Wörter schreibe oder eine halbe Stunde oder so, sondern einfach, ich setze mich täglich daran, jedenfalls so lange, bis ich nämlich bei Kapitel 15 angekommen bin. Und ab Kapitel 15 ist dann der Punkt, wo ich dann weiterschreiben muss, also auf dem leeren Blatt quasi. Ich kann es gerade schwer formulieren, das Ende ist falsch, weil es ist ja nicht das Ende des Buches, sondern ist einfach das Ende von dort, wo ich bisher war. Jetzt bin ich aber bei Kapitel 11 und habe, also die ganze Geschichte hat jetzt 19.199 Wörter. Es wird schon grundsätzlich eher mehr, auch wenn ich da auch manches natürlich herausstreiche oder so. Ja, und dann habe ich auch... ich weiß gar nicht, ob das schon länger als eine Woche her ist, aber heute erwähne ich es. Das erste Rollenspiel wieder gefunden seit Jahren, also ein privates Rollenspiel mit zwei Personen. Da geht es um eine Road Story, da hatte ich die Grundidee, entstand aus einer älteren Geschichte, aus einem älteren Rollenspiel, das leider gelöscht wurde oder so. Da ist die andere Spielerin ausgestiegen. In diesem Rollenspiel haben wir jetzt schon ein paar Beiträge hin und her geschrieben. Es scheint sich ein bisschen anders zu entwickeln als die Originalidee, also das alte Rollenspiel. Also es ist auch gut so. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie lange es geht, und ich finde, dass ich wirklich eine sehr perfekte Partnerin gefunden habe dafür. Und ich schreibe jetzt den männlichen Part und sie den weiblichen. Und wir sind jetzt gerade so quasi kurz vor der Begegnung der zwei. Also schon, sie haben sich gesehen, aber sie machen da noch ein bisschen unauffällige Winke und so. Ja, das wird jetzt dann schon ein spannender Part, wenn sie sich wirklich miteinander, ja, auf diese Road Story gehen oder wie es dann sich auch immer entwickelt. Ja, die Avocado, das ist auch so eine Sache. Das ist ja auch eine erste Avocado seit Jahren, die wieder gekeimt hat. Wo ich es richtig gemacht habe, wahrscheinlich lag es daran. Und leider sehe ich jetzt ein bisschen schwarz für sie, dass sie das länger überlebt, denn sie ist leider abgeknickt. Und jetzt versuche ich sie ein bisschen zu stützen, also sie lebt noch, aber ich glaube, auf langfristige wird sie wahrscheinlich eingehen, weil dieser Stil einfach zu sensibel ist und irgendwann kann da wahrscheinlich das Wasser nicht mehr durchtransportiert werden. Aber im Moment wächst sie immer noch. Man merkt sogar, also man sieht sogar diese zweiten Blätter. Also da gibt es ja die Keimblätter und dann kommt dann hier noch so ein Blättchen in der Mitte raus. Die sieht man jetzt ganz gut und das ist echt niedlich, das zu beobachten, wie so eine Pflanze wächst. Und eine zweite Avocado habe ich jetzt auch schon in der Erde, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die kommt.
die habe ich jetzt auch ein bisschen tiefer ins Töpfchen gesetzt, weil ich hätte jetzt auch bei der ersten gerne ein bisschen Erde aufgeschüttet, aber die war einfach schon ganz oben. Bei der zweiten Avocado habe ich aber gemerkt, dass die Erde dann doch ein bisschen komisch ist. Da hätte ich vielleicht eine frischere Erde nehmen sollen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob sie wächst. Und jetzt habe ich natürlich bei der ersten habe ich auch mit einem längeren Zeitpunkt gerechnet, bis sie keimt, und war da überrascht, als es sehr schnell ging. Und bei der zweiten bin ich jetzt sehr ungeduldig, ob da was kommt, und rechne mit einem kürzeren Erscheinen der Blätter, aber ja, oder dass sie halt gar nicht kommt, was vielleicht auch die falsche Herangehensweise ist, wenn man da jeden Tag am Töpfchen vorbeiläuft oder mehrmals am Tag. Und ja, dann, also mein Freund ist auch wieder mal tätig geworden, er hat da so einen Wassersensor ins Töpfchen getan, so selber gebastelt. Ich komme mir schon ein bisschen vor, als würde ich da die Nachrichten ablesen. Ja, das ist sicher eine praktische, lustige Sache. Und dann hat er auch den 3D-Drucker installiert, wo er, also wieder installiert, diesen 3D-Drucker hat auch mal selber gemacht. Schon vor ein paar Jahren, als ich ihn noch nicht kannte. Und da hatten wir, ja, es gibt da immer einen kleinen Disput, weil er dafür das Kabel nehmen muss, für das auch für die Beleuchtung im Schlafzimmer ist. Und da müsste er vielleicht mal ein zweites Kabel für den Drucker kaufen. Und ja, jetzt hat er da wieder seine Würfelchen hergestellt. Ich blende euch sicher noch zu den einen oder anderen Sachen Bilder ein. Und auch von den japanischen Stäbchen, die wir uns gekauft haben. Da habe ich auf Instagram auch schon ein Foto hochgeladen. Wir haben da zwei verschiedene Arten. Die einen sind so aus einem Metall, die haben so leichte Windungen und vorne Rillen. Die finde ich extrem edel. Und dann so Plastike, die eher so ein bisschen billiger sind. So Übungsstäbchen, aber auch ganz niedliche mit so Figürchen obendrauf. Ein Elefant, eine Giraffe, ein Panda und Flamingo, glaube ich. Ja, und dazu hat er sich auch noch ein Buch gekauft, ein japanisches Essbuch, Kochbuch. Und er hat jetzt sogar schon angefangen, ein Gericht zu machen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es ist irgendwie so Rettich in Ingwer und Chili-Pulver und vielleicht noch ein bisschen Öl oder Essig oder so, und das dann eingelegt für ein paar Tage. Ja, da bin ich dann sehr gespannt darauf. Ich habe schon die nicht eingelegten Rettiche aber schon ein bisschen probiert. Mir waren sie jetzt schon ein bisschen scharf. Ich habe schon so lange nicht mehr scharf gegessen. Und eine ganz kleine Sache ist noch die, dass ich es ist ja so, dass ich nicht alle Buchrezensionen hochlade oder überhaupt verfilme von allen Büchern, die ich lese. Und da habe ich ja schon angefangen auf Instagram die Neuzugänge, da hatte ich wieder eines, zu fotografieren, und die Bücher, die ich gerade am Lesen bin und die ich ausgelesen habe. Und da habe ich mir gedacht, dass ich auf Instagram auch noch in Stories Buchrezensionen machen kann von den Büchern, die ich nicht hier auf YouTube verfilme. Das hat meistens ein bisschen mit dem Genre zu tun. Ich kann da nicht genau sagen, wieso. Also es sind sicher gute Bücher. Also das eine ist jetzt mit dem Kühlschrank durch Irland. Das ist so eine Art Biografie von einer Reise. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich meine, Biografien, die kann man ganz anders vergleichen. Tschüss. So, jetzt hat gerade der Paketbote ein Paket für die Nachbarin bei uns abgegeben. Also, machen wir weiter.
Eben mit dieser Rezension ist es meistens so, dass diese Art Biografien oder so vom Stil her ganz anders zu rezensieren sind. Und ich deswegen denke, ich eher kürzer fasse und ich mir nicht die Mühe machen möchte, es auf YouTube mit der Kamera zu machen. Stattdessen einfach schnell das Handy rausholen und das irgendwie vor dem Bücherregal gehen. Dann gehe ich jetzt eben mal weiter und zeige euch noch ein paar Sachen im Kühlschrank. Also hier seht ihr jetzt diesen Kopf. Da mache ich Krautsalat daraus. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich heimgehe oder dass ich den fertig mache und dann gehe ich heim. Das ist eine interessante Vorname, denn dieser Iva will nicht wirklich zu Ende werden. Hier ist der Krautsalat drinnen. Hier habe ich diese Konfitüre drinnen. Das ist mit Ananas und Quitte. Die habe ich jetzt nicht gekocht. Das war mal ein Experiment, da muss ich jetzt auch schnell essen. Die habe ich normalerweise in der Tiefkühle. Und hier sind diese zwei Gläser, die mein Freund gemacht hat. Das sieht sehr lecker aus. Hier oben ist das Kochbuch, das neue. Das war jetzt ein bisschen schwierig mit dem Anzoomen. Das ist nämlich auf diesem Regal hier oben. Und hier sind diese edlen Stäbchen. Und hier ist mal der Flamingo. Die anderen sind noch in der Geschirrspülmaschine. Die ist jetzt schon fertig, also ist nichts mehr dreckig. Ja, genau, diese drei hier. Das sieht man gerade nicht so gut. Die sind doch auch niedlich. So, das war es jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich über eure Abos und Daumen hochs.